Schnibbel dir Schnapp und hallo Drio, liebe Freunde der Strategieunterhaltung, sagen wir mal. Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play StarCraft 2 Heart of the Swarm mit mir, dem Nefkara. Und zwar dieses Mal aus einer neuen Umgebung. Ich bin umgezogen, wohne jetzt woanders und bin mich noch ein bisschen am Eingewöhnen. Wenn ich ein bisschen ab und zu schnupfe, müsst ihr mir das verzeihen, denn ich hab Schnupfen. So, letztes Mal haben wir gewonnen, davor das Match haben wir auch gewonnen. Ich habe mich gerade wieder mit 4 und 4 eingespielt, deswegen bin ich Level 19. Porträt ist... Ja, das ist halt 15 Jahre StarCraft. Wenn ihr da on wart, dann ist das halt so. Ich wollte heute generell aufnehmen, weil heute Ostern ist. Oder so, glaube ich. Ja, ich denke mal, frohe Ostern und so. Frohe Ostern an dieser Stelle. Und wir springen auch direkt mal rein. Wie gesagt, ich habe mich im 4 und 4 eingespielt. Ein Match zum Vergessen. Ein Match zum Vergessen. Verzeiht mir vielleicht mal ein bisschen ab und zu meine Bolzen, die ich jetzt mache. Ist ein bisschen schwierig, wenn man... so... Ein bisschen biegen. Besser. So. Ich hatte jetzt ein bisschen Vibrationen. Jetzt dürfte das wieder vorbei sein. Ich habe das Mikro ein bisschen umgestellt. Wie gesagt, ich bin leicht verschnupft. Der Download ist Inhaltsfehler aufgetreten. Bitte versuchen Sie später erneut. Wiss. Das versuchen wir nochmal. Zitz. Ladeobjekt 6 von 6. Neoplanet SLE. Geht doch. So, wir haben ja wie gesagt die letzten zwei Matches gewonnen. Und es geht auch direkt los. Puh. Jetzt bin ich gespannt. Wir spielen auf Neukirk gegen einen Zerg. Entweder starten wir hier oder wir starten hier. Wenn wir auch Zerg spielen, versuche ich ganz schnell zu... Genau, das meinte ich. Das wollte ich euch gesagt haben. GG, HF und good luck, my friend. Das ist das, was ich euch sagen wollte. Guckt euch die Typen an. Hammergeil. Also wir exen ganz, ganz, ganz früh. Finde ich. Das finde ich ist ganz, ganz wichtig für uns. Ganz, ganz früh exen. Und... Über Empfangeübertragung. Mal gucken. One-on-one habe ich bis jetzt noch nicht so die Hammerglanzleistung gehabt. Ehrlich gesagt eher am One-on-one. Eher mit Protoss und Terra. Da wird unser Gegner sein. Der wird vielleicht auch auf eine schnelle Echse gehen. Die werde ich auch anstreben. Den Brutschleimpool am Anfang vielleicht ein bisschen weglassen. Schüchtern oder wobei, nein, lieber nicht. Hinterher ist da irgendwas und ich habe keine Lust auf böse Überraschungen. Da kommt sein Worker. Er sieht das normale Standardbild von uns. Er sieht... Na, jetzt komm her. Beweg deinen fetten Arsch hier hin. Ach, da ist er schon. Da ist er schon rum. Er geht einmal um unsere Base drum rum. Blechdose abmarschbereit. Noch kein Gas. Weil... Raus mit der Sprache, Sötchen. Das, was ich jetzt machen möchte... Bin dabei. Aber da raus mit der Sprache, Sötchen. Hammergeil, die Einheiten. Gehen wir jetzt direkt exen. Wir brauchen mehr Mineralien. Wir brauchen mehr Mineralien. Und direkt mal gucken, was er denn so macht. Ob er einen schnellen Angriff versucht oder eher nicht. Und jetzt kommt die Queen bei uns. Sollte jetzt das nächste Ziel sein, uns eine Queen zu pumpen. Was ist los? Wir brauchen mehr Mineralien. Blechdose abmarschbereit. Blechdose abmarschbereit. Hammergeil. Die Drohnen, die wir heute spielen können, die wir heute benutzen können. Overlord, dahin. Ich höre. Love. Ich weiß, es kommt ein bisschen spät. Blechdose online, das finde ich geil. So, dann haut euch mal da rein. Wir brauchen mehr Overlords.
Overlord ist gerade gespawnt. Unsere Drohnen werden angegriffen. Da ist er direkt weggeklatscht worden von Zerglingen. Schön zu wissen, dass er welche hat. Roaches. Blechdose abmarschbereit. Roaches, Roaches, Roaches. Und da kommt direkt das nächste Teil. Also der wird gleich mit Zerglingen kommen. Und uns richtig auf den Sack gehen, glaube ich. Was ich überhaupt nicht cool finde. Der ist auf jeden Fall nicht Echsen gegangen. So wie ich das eigentlich vermutet habe. Also ich habe echt damit gerechnet, dass er relativ schnell Echsen geht. Sein Overlord steht davor, unser Overlord fliegt rüber. Wir müssen auch mal gucken, was er denn da macht. Und pumpe ich direkt mal zwei Overlords. Mineralien haben wir hier 9 und da 9. Schön zu wissen. Also wir sind auf jeden Fall ganz, ganz früh Echsen gegangen. Der sieht das hier, der schleimt sich hier seinen Weg zurecht. Ich denke mal, der hat genau hier seinen Quatschgedöns gestellt. Ich höre. Und damit morphen wir direkt mal weiter. Zack. Blechdose abmarschbereit. Blechdose abmarschbereit, ihr habt es gehört. Raus mit der Sprache. Und da kommen Zerglinge. Der Schwarmcluster wird angegriffen. Na, da umkreist er uns. Auf so eine billige Scheiße. Hauptsache direkt Early Way. Ich hab nicht sehen können, was er alles macht. Go, 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 go. Das sind nur Zerglinge. Nur ekelhafte Mistviecher. Hauptsache nur Zergs. Nichts anderes gemacht, dieser Arsch. Nichts anderes. Ja, nichts anderes gemacht. Was für ein... GG. Hat er eigentlich nicht verdient, fand ich nicht wirklich geil, was er da gespielt hat. Gehen wir direkt mal rein. War siegreich. Was für ein Arschloch. Wir kriegen 0 Punkte Abzug. Das ist ja keine Leistung. Punkteübersicht. Von dem kam eigentlich nicht viel. Das war richtig, richtig... Er hat nicht viel gemacht. Der ist einfach direkt auf Zerglinge gegangen und das war's dann schon. Und damit hat er uns dann... Wir gehen direkt ins Replay rein. Damit hat er uns dann auseinandergenommen. Damit hat er uns auseinandergenommen, Leute. Mehr war das nicht. Da springen wir direkt in die zweifache Geschwindigkeit rein. Bla bla. In die Production. Was gibt's denn noch? Einkommen, bla bla. Verlorene Einheit, Produktion, Upgrades. Gibt's nicht noch hier diese Taste um aktive Truppen? Ah. Auf jeden Fall, der äxt nicht. Hier mit unseren 11 Drones. Hier kommen zwei Overlords bei ihm. Bei uns. Sache, der das auch da drauf. Der überfliegt das Ganze nur. Da war nicht sonderlich viel. Bei uns war halt Drohnen. Der Rest war mir relativ egal. Bei 14 kommt der Pool bei ihm. Bei uns kam er früher. Bei uns kommt jetzt die Echse. Die hat er nicht gesehen, die kommt bei uns jetzt. Und jetzt kommt bei ihm eigentlich nur noch Zerglinge, wenn das Teil fertig ist. Der pumpt hier gerade schon ordentlich und jetzt kommt eine Queen und dann kommt nur noch Zerglinge. Da kommt da nichts anderes mehr, nichts anderes. Er wird nur noch mit Zerglingen jetzt pumpen. Da geht das schon los. Okay, wir hatten ein bisschen... Ich habe nicht darauf gewettet, weil in den letzten Matches, die ich gespielt habe, war das nie der Fall, wenn ich gegen den Zerg gespielt habe, dass der sowas
so eine Bullshit-Taktik macht. Da. Die typischen Standard 6 Zerklinge. Er hat drei Stück gepumpt und jetzt will er schon angreifen gehen. In der Produktion hat er den Metabolismus. Also er morpht die halt. Wir setzen halt unsere zweite Echse. Haben natürlich dementsprechend jetzt ein höheres Einkommen. Jetzt wo die ganzen Worker dran sind. Jetzt schießt das nach oben. Also eigentlich, ja, wollte gerade sagen. Eigentlich haben wir das höhere Einkommen. Ich bin auf Production gegangen. Eher nicht. Ihm war das irgendwie scheißegal. Er greift mich relativ früh an, deswegen pure Langeweile. Ich morphe und tacke halt. Hab eine riesige Arbeiteranzahl und nichts zur Verteidigung. Natürlich Rieseneinkommen, der nicht. Da kommen nur Zerklinge, sonst überhaupt nichts. Zerklinge, Zerklinge, nicht mal wirklich viele Arbeiter, einfach nur Zerklinge. Das hätte ich nicht spielen dürfen, ich hätte den die ganze Zeit beobachten müssen.